Das musste ja passieren, oder? Da spielt man einmal ein 300-Euro-Turnier mit und auf wen trifft man in Runde 3? Thailand und Sheila, die beiden Top-100-Spieler, und die heizen uns hier direkt mal ein. Unterkriegen lassen wir uns davon natürlich nicht, schöner 50, aber am Ende des Tages geht's hier meistens in die andere Richtung und der ist schon wieder drin. Aber was passiert jetzt? Wir gewinnen den Kickoff und Thailand kommt nicht mehr richtig dran, ein Tor für uns, wird aber direkt wieder von den Jungs bestraft. Aber wir haben ja jetzt verstanden, das Unmögliche ist möglich. Ich 50 den Ball vorne ein bisschen sehr weit in die eigene Hälfte, aber Officer steht grandios und was für eine Top-Corner. Unsere Gegner nach wie vor unbeeindruckt, Thailand probiert's hier mal mit einem Psycho, ich mit dem weiten Clear nach vorne, beide Mates ab, das ist jetzt gefährlich, ich bin alleine hinten und kriegt das auch nicht mehr gerettet. Ja, Freunde, und jetzt zieht hier auch irgendwie so ein kleines Unwetter auf. Sheila mit der Kanone übers ganze Feld und auch der Banger kann sich sehen lassen. Egal, wir sind nur hier, um Spaß zu haben. Ich versuche den Double in Sheilas Rücken, der lässt sich aber nicht täuschen und kommt jetzt hier mit dem Pre-Jump aus dem Jenseits. Direkt nachdem sie uns besiegt hatten, wurden die Jungs übrigens selber aus dem Turnier gefegt. Ratet mal von wem.